Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video beim Sunshine Ossi. Nein, ihr seid hier nicht auf dem verkehrten Kanal gelandet, ihr seid schon richtig gelandet. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video. Einige von euch warten ja auf diesen zweiten Teil zur Vorstellung der Inselanlage. Das Video habe ich auch schon teilweise fertig. Ne? Allerdings fehlen da noch ein, zwei Teile, die ich noch machen muss. Die kriege ich aber leider bis Sonntag nicht fertig. Hat einfach den Grund, meine Frau und ich sind momentan noch im Sommerurlaub und da sind wir ja auch nicht jeden Tag zu Hause. Ne, wir sind da auch mal ein bisschen unterwegs. Ja, erstmal an alle neue Abonnenten. Da sind ja doch einige dazugekommen. Jetzt sind es 182. Erstmal ein herzliches Dankeschön an alle, die bis jetzt meinen Kanal abonniert haben. Und ich hoffe, es kommen noch ein paar mehr dazu. Ne, das erste Video hat ja schon über 1000 Aufrufe mittlerweile nach 5 Tagen. Ja, hat weitaus mehr Aufrufe als die anderen Videos. Frage mich, woran das liegen könnte. Vielleicht an der derzeitigen Situation, man weiß es nicht. Ja, und wie gesagt, da wir halt momentan noch Urlaub haben, bin ich natürlich nicht jeden Tag unten im Keller und bastel halt und habe auch nicht jeden Tag halt Zeit. Ne, wir sind halt auch ein bisschen unterwegs. Ne. Der Sommerurlaub dieses Jahr ist etwas abgespeckter, ne, weil wir hier diese lustigen blauen Zellen gekauft haben. Die waren ja nicht gerade billig. Unser Heizöl war natürlich auch nicht gerade billig. Ja, und wie gesagt, wirklich weitermachen könnte ich noch nicht. Ne, hier sind jetzt zum Beispiel schon ein paar von diesen Vertratungskanälen da, aber halt leider Gottes nicht alle. Ne, da warte ich immer noch auf welche. Ja, und wie ihr hier sehen könnt auf meiner Werkbank, steht da einiges von unseren Einkäufen der letzten Tage. Wir waren mal wieder in Tschechien gewesen. Ja, lohnt sich auch nicht mehr so wirklich. Zu dem Thema mit Tschechien mache ich mal noch ein separates Video. Da gibt es was ganz Interessantes, was diese Einweg-E-Zigaretten anbelangt. Weil wir werden wahrscheinlich, so wie es aussieht, nicht nur bei den Balkonkraftwerken auf 600 Watt limitiert. Wir sind ja auch in Deutschland bei diesen Einweg-Zigaretten auf 600 Züge limitiert. Und wenn ich dann halt sowas sehe hier, dass sie da drüben was anderes verkaufen, was auch noch viel billiger ist, ja, da fällt dir nichts mehr ein. Wie gesagt, zu dem Thema mache ich mal ein separates Video. Na, jetzt soll es erstmal dazu gehen, viele haben mich ja gefragt, warum wir diese Inselanlage mit diesen Umschaltstationen realisieren und nicht mit Hybridwechselrichter. Na, das möchte ich natürlich dann in das Video für die Insel mit reinnehmen. Deswegen, wie gesagt, ist noch nicht ganz fertig. Na, und ich habe jetzt auch hier schon mal was vorbereitet. Na, wir waren ja auch noch anderweitig unterwegs. Das zeige ich euch jetzt einfach mal, dass ihr mal seht, was so die letzten Tage so abging halt. Na. Und dann seht ihr auch mal ein paar ältere Fotos von unserer Inselanlage, wie das alles so angefangen hat. Na, weil es haben mich viele gefragt, ob ich das wirklich alles selber gemacht habe. Und ja, wie gesagt, ich habe da ganz klein angefangen. Na, und das hat sich ganz schön entwickelt in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Na, deswegen, wie gesagt, die Kamera geht fix auf den Monitor und dann zeige ich euch mal die Bilder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Schauen wir mal auf den Monitor. Ja, wie gesagt, ich muss halt mal gucken, es gibt doch irgendwie Software, dass man halt Monitor halt abfilmen kann, per Video Capture und das dann bearbeiten. Sowas habe ich leider Gottes noch nicht, deswegen mache ich das halt immer mit diesem Monitor abfilmen. Ja, wie gesagt, erstmal nochmal herzlichen Dank an die ganzen Abonnenten, die neu hinzugekommen sind. Ja, das, wie gesagt, das erste Video der Hausinsel hat ja schon für etwas höhere Klickzahlen gesorgt als die anderen Videos, die bei mir auf dem Kanal sind. Wie gesagt, den zweiten Teil kriege ich halt leider nicht fertig diese Woche. Ja, hat ganz einfach damit zu tun, gestern waren wir zum Beispiel in Tschechien gewesen. Heute gehe ich noch auf das 25-jährige Klassentreffen. Ja, ich werde langsam alt. Dann komme ich heute auch bloß nicht dazu und morgen Sonntag wird es dann halt einfach zu eng, das fertig zu machen. Ja, aber wie gesagt, sobald ich das fertig habe, kommt das Video dann direkt auf den Kanal. Also ich werde nicht erst bis Samstag, Sonntag warten, sondern wenn ich das halt nächste Woche Dienstag oder Mittwoch fertig habe, dann lade ich das halt dann gleich hoch. Ne? Ja, wie gesagt, jetzt geht es langsam so in den Herbst. Das Tal der Tränen steht vor uns. Ne? Ihr seht das schon. Ne? Jetzt kommen gerade mal 69 Watt, zwischendurch mal 200, 300. Ne? Dann geht natürlich auch der Ertrag pro Tag geht natürlich dann noch runter. Da ist nichts mehr mit 10, 15 Kilowattstunden. Da sind wir bloß noch bei 5 Kilowattstunden. Manche Tage nur noch 2, 3 Kilowattstunden. Ja, es wird langsam
eng. Ne? Die Situation momentan ist ja doch etwas angespannt, gerade was die Energieversorgung in Deutschland anbelangt, was die Gasversorgung anbelangt und natürlich auch was die explodierenden Preise angeht. Da haben wir ja schon ein Video gemacht, müsste jeder wissen momentan, wie es aussieht. Ja, das wird uns alle noch betreffen die nächsten Monate. Deswegen versuchen wir halt so viel wie möglich selbst Strom halt irgendwie zu machen mit der Insel und halt doch das eine oder andere Kilowatt pro Tag noch einzusparen. Ja, wie gesagt, dann waren wir ein bisschen unterwegs die letzten Tage. Das macht man ja auch im Urlaub, da ist man ja nicht mehr Hause. Deswegen mal ein paar Bilder, was wir so gemacht haben die letzten Tage. Unsere Inselanlage hat ja sehr viel mit Krisenvorsorge auch zu tun. Gerade für den Fall halt Brownout, eine großflächige Stromabschaltung, die vielleicht kommen könnten Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres. Blackout-Gefahr, ja, Blackout wollen wir nicht hoffen. Wenn der Blackout kommt, dann haben wir ganz andere Probleme, als dass der Strom weg ist. Da wird es ganz schön eng. Ja, und hier seht ihr jetzt mal, wir waren jetzt vor ein paar Tagen unterwegs. Haben jemanden so ein Notstromaggregat besorgt, so ein kleineres. Na, hier seht ihr mal die Beschriftung vom Kanister. Ich nehme für die Notstromaggregate nur Super Plus, weil man das einfach länger lagern kann. Metallkanister sind besser geeignet als Plastikkanister. Ja, und dann seht ihr halt mal hier, haben wir dann halt dort den Notstrom ausgepackt. Dann natürlich erstmal Öl aufgefüllt, ne, die Zündkerze erstmal angeguckt, wie die aussieht. Gleich mal einen Typ aufgeschrieben, dass man noch eine zweite bestellen kann. Ja, und dann haben wir den halt gefüllt, in Betrieb genommen. Ja, und der tuckert vor sich hin. Ups, da sind wir schon zu weit. Das ist unser Großer. Ja, der ist halt dafür gedacht, derjenige, der den bekommen hat von uns. Na, das ist natürlich dasselbe Thema wie bei allen. Wenn der Strom weg ist, dann läuft halt ja, fast nichts mehr. Ja, wenn man dann halt seinen Kühlschrank oder wie bei uns die Ölheizung am Laufen halten möchte, dann braucht man halt wohl oder übel ein Notstromaggregat oder einen sehr großen Batteriespeicher, wo halt noch Strom gespeichert ist. Ja, wie gesagt, viele belächeln das noch, aber es ist wirklich eine nicht zu unterschätzende Gefahr, gerade diesen Winter. Also wir laufen in Deutschland Gefahr, dass wir Anfang nächsten Jahres in eine mehrmonatige Gasmangellage vielleicht reinkommen, wo dann halt teilweise Industrie, Privathaushalte abgeschalten werden müssen, zeitweise, vielleicht, wenn es ganz dumm kommt. Ja, und auf sowas sollte man halt schon vorbereitet sein. Ja. Hier seht ihr jetzt mal unser Notstromaggregat. Das ist ein Hybrid-Notstromaggregat von der Firma Könner & Söhn. Hat 4000 Watt, also 4 kW Dauerleistung. Hybrid deswegen. Wir haben ja einen Gasgrill, wir haben einen Gaskocher, also habe ich auch Gasflaschen da. Ja, und der ist halt schon etwas leistungsstärker. Der kann halt schon wirklich ein bisschen was leisten. Und da habe ich jetzt bei denen nochmal einen Ölwechsel gemacht. Ja, die müssen alle paar Stunden, muss da halt auch Ölwechsel gemacht werden. Ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Bei unseren sind es alle 20 Stunden. Ja, da kommt zum Beispiel bei uns das 10W40 rein, ein gutes von Liquimoli. Ja, dann haben wir natürlich ein paar dieser Benzinkanister aus Bundeswehrbeständen. Die sehen von außen ziemlich mitgenommen aus. Haben wir gebraucht gekauft, sind aber innen drin nagelneu. Also die waren bloß irgendwo in der Lagerhalle zig Jahre. Hat keiner gebraucht und da haben wir einige davon gekriegt zu einem guten Kurs. Hier seht ihr mal so eine batteriebetriebene Benzinpumpe. Ja, da muss man halt nicht mit dem Trichter rummehren oder den Kanister halt schleppen. Einfach die Pumpe in den Kanister und dann kann man das Benzin ganz bequem rüberpumpen. Ja, und dann hier seht ihr halt, wie das Benzin durch den Schlauch in den Notstromer geht. Na, und hier läuft er halt schon. Also ist so ein Notstromer ist auch kein Hexenwerk. Funktioniert ähnlich wie unsere Mopeds, unsere Simson-Mopeds. Schock ziehen, Gas geben, am Starter ziehen und dann geht das los. Da kann natürlich auch, wie gesagt, hier mit Gas betrieben werden. Da kann auch mehrere zusammenschalten davon. Ja, also den haben wir jetzt, wie gesagt, nochmal auf Vordermann gebracht, Ölwechsel gemacht, nochmal laufen lassen. Also ein Notstromer nützt einem nichts, wenn der ein halbes Jahr in der Ecke steht und wenn man dann braucht, dann funktioniert er nicht. Ja, dass ihr das mal gesehen habt. Ne? Wie gesagt, der ist jetzt nicht nur für uns, der ist auch für unseren Nachbarn. Weil nicht nur wir haben eine Ölheizung, unser Nachbar hat ebenfalls eine Ölheizung. Und wenn du da 3000, 4000 Liter Heizöl hast, nützen dir diese 1000 Liter Heizöl nichts, wenn deine Ölheizung nicht geht, weil ohne Strom läuft die halt nicht. Ja,
Hier seht ihr jetzt mal die Anfänge unserer Inselanlage. Na, wie gesagt, viele haben mich in der letzten Zeit gefragt, ob ich das wirklich alles selber gemacht habe. Und da kann ich nur sagen, ja. Ja, ich habe auch ganz klein angefangen, wie ihr hier seht. Hier ist ein IP-Everladeregler, dann zwei Bleibatterien halt und ein kleiner Wechselrichter von IP-Ever. Das hat dann so ausgesehen draußen. Hier die zwei Panels, das ist unser Balkonkraftwerk, das 600 Watt. Und ich habe dann hier unten mit diesen kleinen, lustigen 100 Watt Panel habe ich dann halt angefangen und halt versucht, vom Winter 2020 auf 2021 unsere Kleinverbraucher mit Inselstrumpf zu versorgen. Kleinverbraucher, wie gesagt, kommen wir dann in diesem Inselanlagenvideo noch dazu, welche Verbraucher von welcher Stufe halt versorgt werden. Und dann habe ich halt ganz klein angefangen mit einem 100 Watt Modul. Irgendwann waren das dann drei 100 Watt Module. Ja, dann waren es anstatt zwei Batterien halt vier Batterien. Dann habe ich irgendwann das Holzregal durch ein Schwerlastregal ersetzt. Die Böden noch schön grau gestrichen, schöne dicke MDF-Platten. Ja, und dann ist das halt Stück für Stück gewachsen. Ja, ihr seht immer noch den IP-Ever. Am Anfang hatte ich dann 230 Volt diese kleinen Wechselrichter mit 300 Watt und halt ein 12 Volt System. Ja, da kann man halt einstellen, wann die Batterie wann hier die Stromversorgung eingeschalten werden soll und ausgeschalten werden soll. Und da hatten wir halt im Keller drei so eine 12 Volt Stromkreise. Ja, seht ihr jetzt schon, also ganz oben Wohnzimmer, 12,8 Volt ein, 11,9 aus. In der Werkstatt ebenfalls bei 11,8 ein und 11,9 aus. Und die Warmwasserpumpe ging bei 13,3 ein und bei 12,4 wieder aus. So hat das alles angefangen. So sah das dann insgesamt aus. Hier seht ihr jetzt schon den ersten Victron-Laderegler, den 120. Mit dem haben wir halt angefangen. Dann hier ein altes Handy, wo man halt in der App alles bedienen kann. Dann hier diesen Sicherungsblock und diese drei 12-Volt-Stränge. Und hier halt diesen kleinen Wechselrichter für die Kleinverbraucher. Ist auch ein reiner Sinuswechselrichter von Bestech. Kann ich ja vielleicht nochmal zeigen, das ist ein kleiner, der macht 300 Watt und arbeitet auch sehr zuverlässig. Ja, und hier seht ihr noch diese Verteilerdose, eine Vollstromverteilerdosen. Wir hatten dann quasi, hier seht ihr mal, wie ich die gebaut habe, einfach diese Verteilerdosen genommen. Ja, da habe ich dann halt hier so eine Voltanzeige und USB-Buchsen eingebaut, hier oben im Deckel einen Schalter rein. Und diese hatten wir dann quasi unten im Keller, ne, bei der Inselanlage, dann bei mir hinten in der Werkstatt. Und das ist jetzt der oben vom Wohnzimmer. Ja, da konnte man dann die Powerbanks laden und die Handys laden. Also wie ihr seht, hat das wirklich mal sehr, sehr klein angefangen. Na, und dann kam hier Anfang 2021, hier sieht man sogar noch die Weihnachtsbeleuchtung an der Garage, da kamen dann die ersten 320 Watt Trina Panels, diese Full Black. Ja, das ist dann von diesen kleinen 100 Watt Panels auf die 320 Watt Panels, ist schon ein ganz schöner Unterschied. Ja, und dann seht ihr hier mal unser Balkonkraftwerk. Und dann habe ich hier gleich quasi die Palette, auf der die Module geliefert wurden, die habe ich gleich verarbeitet, ne, mit ein paar Gehwegplatten und dieses Panel da drauf gesetzt. Na, dann unten noch ein zweites halt, wie gesagt, das ist alles bei uns vor der Terrasse und auf der Terrasse noch montiert, das sollte sich noch ändern in nächster Zeit. Ups, jetzt haben wir es größer gemacht. Ja, und da hatte ich dann halt diese 2320 Watt Panels, ne, hier das Balkonkraftwerk, die 2310er und hier die 3100 Watt. Ja, und dann wurden die Victron-Komponenten immer größer und immer größer. Ja, und dann sind wir jetzt bei dem Stand, wie es jetzt momentan aussieht. Ja, da seht ihr halt diese Laderegler. Ist jetzt ein etwas älteres Bild, da sind auch diese Erdungskabel noch nicht dran. In der Anfangszeit hatte ich diese Erdungskabel halt nicht dran. Jetzt sind welche dran. Ja, dazu kommen wir, wie gesagt, in dem zweiten Teil von dem Inselanlagen-Video. Sind halt diese drei Laderegler mit Sicherungsautomaten, mit Raspberry Pi und diesen Victron 24375 für die Kleinverbraucher. Dann seht ihr jetzt hier die zwei Lifepo-Blöcke. Das wird dann alles noch gezeigt in mehreren Videos. Na, mit dem Smart BMS, mit dem aktiven Balancer von Heltec. Da gibt es halt leider nur die Platinen, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Da
Das gefällt mir noch nicht, wie die da rumhängen. Deswegen habe ich jetzt hier über diese Gewindestangen solche Heizungsrohrisolationen drüber gemacht, ne, weil das sind natürlich die blanken Platinen und auf der Rückseite sind die Lötpunkte. Und wenn der natürlich gegen die Gewindestange schlägt, dann gibt es Funken und dann ist Feierabend. Ja, also wie gesagt, es sind noch ein paar Feinheiten zu tun. Ne, dafür sind halt die Wintermonate auch da. Die sind immer ganz gut, wenn dann kein Ertrag rumkommt mit der Insel. Da kann man auch mal die Anlage 3-4 Tage außer Betrieb nehmen, ein bisschen rumbasteln. Na, hier seht ihr jetzt den großen Victron, den 24-3000. Na, hier hinten in der Ecke ist dieser EPFer 3000. Wie gesagt, die Erweiterung leider Gottes ist noch nicht fertig. Ja, und hier haben wir dann quasi drei Umschaltstationen. Ja, wir haben eine Zuleitung vom Haus. Hier unten ist dann eine separate Absicherung. Kommen wir dann später noch dazu. Und dann haben wir quasi für jede Etage einen separaten Insel-Netzstromkreis, wo wir bis zu 1000 Watt Dauerleistung nutzen können. Ne, einer fürs Dachgeschoss, einer fürs Erdgeschoss und einer hier unten im Keller. Was da für Verbraucher dran sind, gehen wir dann halt später drauf ein. Ja, und hier seht ihr jetzt noch diese IPF-Erweiterung. Wie gesagt, leider Gottes noch nicht fertig. Ja, also die Kabelschuhe sind da. Ja, aber die Verdrahtungskanäle fehlen mir immer noch. Mal schauen, wann sie kommen. Ja. Dann mal hier noch was. Ganz interessant, packe ich euch in die Videobeschreibung. Das ist jemand, nennt sich Energie und Hobby, YouTube-Kanal. Der hat eine gebrauchte Solaranlage gekauft, die auch teilweise defekt war. Hat die dann repariert und versucht anzumelden. Also so, dass sie halt auch richtig am Netz hängt. Und hat jetzt quasi nach, ich glaube, knapp 2 Jahren, hat er jetzt resigniert. Hat seine Anlage abgebaut. Deswegen heißt das Video Bremser der Energiewende, macht die Dächer leer. Also in Deutschland ist es wirklich so, du wirst hier sehr viel halt eingeschränkt. Also gibt Vorschriften, Regeln ohne Ende. Da werden dir wirklich Steine in den Weg gelegt, wenn du irgendwas machen willst. Und wie gesagt, aus diesem Grund habe ich das halt auch nicht mit Hybridwechselrichtern gemacht, mit Einspeisung ins Stromnetz oder sonst was. Sondern wir sind halt ganz normal auf Insel. Ja, bei Inselanlagen, wie gesagt, kann man noch halbwegs machen, was man will. Ja. So viel dazu, also seht ihr mal, wie gesagt, wir sind auch ab und zu mal unterwegs, ne, helfen auch anderen Leuten. Ja, heute sieht es immer noch nicht gut aus. Ja. Und dann schauen wir mal, also wie gesagt, sobald ich das Video fertig habe, ne, gucke ich mal, dass ich das so schnell wie möglich hochlade. Bloß wie gesagt, diese Woche schaffe ich es leider nicht mehr. Ja, aber sobald ich das fertig habe, kommt das auf den Kanal. Ja, das soll es für heute schon mal gewesen sein. Der Sunshine Ossi sagt, wie gesagt, nochmal danke für die ganzen neuen Abonnenten, für die ganzen Aufrufe. Na, würde mich natürlich über ein Abo von meinem YouTube-Kanal freuen. Kommen demnächst natürlich noch mehr Videos. Na, wenn unser Sommerurlaub vorbei ist, dann geht das vielleicht auch schneller mit den Videos. Aber wie gesagt, im Urlaub muss man halt auch mal ein bisschen abschalten. Ist halt so. Deswegen nochmal sorry, dass das Video halt heute nicht kommt. Aber wie gesagt, sobald ich es fertig habe, seht ihr das dann auf meinem YouTube-Kanal. Na. Und wie gesagt, auch hier nochmal vorbeigucken. Ja, bei sunshine.ossi auf Instagram. Ja, da komme ich ja ursprünglich her. Und wer möchte, kann natürlich auch da ein Abo dalassen, ja, und sich die Beiträge halt angucken und mal auf den Gefällt mir-Button klicken. Da freuen wir uns natürlich immer, ja, wir kleinen Influencer-YouTuber. In diesem Sinne sagt der Sunshine-Ossi Tschüss, ja, und bis zum nächsten Mal.